Vernetzte IT-Systeme, herzlich willkommen zum Screencast Organisatorisches, Ablauf und Quellen. Ja, ich darf Ihnen als erstes unser kleines Modulteam vorstellen. Markus Bittner als Lehrbeauftragter für das Aktivseminar, Knut Linke für den technischen Teil, für die technische Betreuung und die Assessments, Florian Schimanke für die Produktion der Videocasts und das Praktikum, was wir noch während des Semesters haben, und Volkmar Langer, also ich, für den Teil des Modulverantwortlichen. Ich werde mit Herrn Schimanke gemeinsam hier auch die Produktion gestalten und zwei Gruppen im Aktivseminar begleiten. Vernetzte IT-Systeme als Grundlagenmodul, lassen Sie mich das kurz einordnen in das Studium eines Wirtschaftsinformatikers. Also beim Wirtschaftsinformatiker starten wir mit den theoretischen Grundlagen in die Informatik. Das ist dann sozusagen auch die Voraussetzung für die Teilnahme an dem Modul Vernetzte IT-Systeme. Und das Modul Vernetzte IT-Systeme selbst wiederum bietet sozusagen das Basiswissen und die Basisgrundlage für den Bereich der Systemintegration, insbesondere Netzwerkmanagement, aber auch für Wahlpflichtmodule, wie zum Beispiel das Thema Netzwerksicherheit oder zum Beispiel auch Web-Engineering und weitere Module. Ja, wir möchten mit diesem neuen Lernformat Ihnen einen Rahmen schaffen, in dem Sie selber individuell gesteuert lernen können. Das heißt, das Erschließen der Inhalte wird insbesondere nach Ihrem Lernthema, nach Ihrem Lerntempo, nach Ihrer eigenen Lerngeschwindigkeit gestaltet. Wir haben also gegenüber einem klassischen Lehr-Lern-Szenario, wie wir das kennen, dass wir also alle gemeinsam die Inhalte erschließen, haben wir eine Umkehrung gegenüber diesem klassischen Format, in dem Sie selbst in Ihrem individuellen Lerntempo diese Inhalte erschließen können, mithilfe der von uns produzierten Videocasts, Screencasts, aber auch natürlich mit Literaturhinweisen und Übungen, die Sie von uns bekommen. Die eigentliche Präsenzphase, die möchten wir gemeinsam dann in einer Übung, in einem Aktivseminar nutzen, um dieses Wissen nun anzuwenden. Natürlich werden wir starten und Ihre Fragen zunächst einmal klären zu offenen Themen, die Sie dort durch die Inhalte erschlossen haben. Und zum anderen werden wir hingehen, werden dieses Wissen anwenden auf ausgesuchte Beispiele und werden Sie begleiten in einer Fallstudie, wo es darum geht, das Wissen für eine Netzwerkplanung anzuwenden. Ja, das Semester ist also dann folgendermaßen gestaltet. Sie sind gestartet mit der Erstellung eines Wiki-Beitrages. Sie haben jetzt die Möglichkeit, auf Screencasts zuzugreifen. Und wir werden dann im Laufe des Semesters die Inhalte mit den Screencasts, der Literatur auf das Aktivseminar und das Praktikum abstimmen. Das heißt, wir nennen das Ganze jetzt Flipped Classroom. Flipped Präsenzveranstaltung bedeutet für uns, wir haben auf der einen Seite das Aktivseminar und zum anderen die Übungen, das Praktikum, wo Sie wirklich Dinge mal praktisch anwenden, wo Sie verschiedene Tools austesten, wo Sie aber auch mal hingehen und einfach mal ein Medium in die Hand nehmen, ein Kabel, und das einfach bearbeiten. So ein Ziel dieses Grundlagenmoduls ist es natürlich, zunächst einmal Grundlagenwissen zu erschließen. Ein Grundlagenwissen, das in der angewandten Informatik, insbesondere für den Wirtschaftsinformatiker, einfach wichtig, essentiell ist für weitere Verständnisse, für das Verständnis weiterer Probleme, für weitere Module, aber auch für, sagen wir mal, das tägliche Geschäft eines Wirtschaftsinformatikers. Er soll natürlich in der Lage sein, bestimmte Netzwerkprotokolle oder bestimmte Begriffe als solches auch einordnen zu können. Und insofern halten wir diese Veranstaltung als eine der Basisveranstaltungen ganz wichtig für das weitere Berufsleben. In dem Modul selber werden Sie auch die Möglichkeit haben, einen Leistungsnachweis zu machen. 5 Credits bedeutet, dass Sie also diese 5 Credits dann erwerben, wenn Sie auf der einen Seite bestimmte Einzelleistungen erbracht haben, also hier einen Wiki-Beitrag und elektronische Assessments, die wir unter ELIAS abbilden, die Sie während des gesamten Semesters bereits üben können. Und wir werden eine Gruppenleistung haben, das sind die anderen 50% zu dem Leistungsbeitrag, wo es um die Bearbeitung einer Fallstudie geht. Sie werden also eine Ausarbeitung machen für eine Netzwerkplanung.
Wir empfehlen Ihnen in den einzelnen Screencasts und Folien, aber auch im Praktikum und im Aktivseminar verschiedene Literatur. Eines der Standardwerke, was wir Ihnen empfehlen und gleich schon von vornherein ans Herz legen möchten, ist der Jürgen Scherf, Grundlagen Computernetzwerke. Viele Dinge, die wir hier erarbeiten, gemeinsam in den Screencasts, finden Sie dort auch ausführlicher wieder. Und deshalb unsere Empfehlung, schauen Sie auch zwischendurch mindestens in dieses Buch. Wir geben Ihnen aber auch weitere Quellenhinweise. Apropos Quellenhinweise, Sie finden diese auf den Folien mit diesem kleinen Symbol. Sie sehen, die anderen Symbole verweisen also auf Praktikum, auf Definitionen, Beispiele oder wichtige Fragestellungen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg.